Ja, und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu Mafia 2, der Definitive Edition. Ja, das Ganze ist ein Remaster, was überraschend am 19. Mai dieses Jahr veröffentlicht wurde. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und es ist mir vor allen Dingen eine Freude, hier Mafia 2 als aktuellen Titel auf YouTube als Let's Play spielen zu dürfen. Und ich habe hier schon mal ein bisschen reingeschaut und sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hier haben wir nochmal den kleinen Hinweis. Mafia 1 wird als komplette Neuauflage erscheinen. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Und ja, Mafia 1 habe ich selber nie gespielt. Wird mein erstes Mal. Mafia 2 habe ich dutzende Male gespielt. Ist eins meiner Lieblingsspiele. Und in der Liste sehr weit oben. Eine kleine Info nebenbei. Es gibt hier ja diese Extras. Und bei Sammelobjekte gibt es die Heftchen hier. Die werde ich im Let's Play, glaube ich, mal besser nicht sammeln. Ich weiß nicht, wie das Ganze hier auf YouTube verhält. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal hier das Remastered an. Wie gesagt, da habe ich schon mal kurz reingeschaut. Und wir starten auf Mittel. Und schauen uns an, was sie hier verändert haben. Mafia 2 Definitive Edition präsentiert die Geschichte des Spiels in ihrer ursprünglichen Form aus dem Jahr 2010. Das Spiel enthält komplexe kulturelle Inhalte sowie Themen und ist daher nur für Erwachsene empfohlen. Genau. Das wollen wir überschreiben. Wer zu viel riskiert? Oh, das war ein bisschen zu schnell. 2K and Hunger 13. Präsenz. Ein Meisterwerk. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach doch, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raten, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander Scheiße. Und Flossen an den Zaun!
Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1: Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. So, bevor wir hier loslegen, zwei kleine Informationen. Erstens, vielleicht, wenn ihr das Spiel selber spielt, kleiner Tipp, ich habe den Ton hier ein bisschen runtergestellt. Kann sehr laut werden. Deswegen kann es auch jetzt in der Schießerei noch ein bisschen laut werden. Und zweite Info, ich werde das Ganze hier mit dem Xbox One Controller zocken. Los geht's. Okay. Oh. Ah. Ich will aus der Deckung raus. Oh. Okay. So. Ah ja, mit A war's, genau. Auf mein Zeichen. Und wir rücken mal vor hier. So. Scheiße. Oha. Corporal, der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Okay, wir gehen mal hier rein. Und ich muss sagen, im Vergleich zum Original ist das Spiel aber echt super gealtert. Ich habe es vor einem halben Jahr habe ich es nochmal angespielt. Also ich zock's immer wieder mal gerne. Vor allem die Passage gleich finde ich sehr schön. Eine Handgranate hast, Skeletta. Werde ich dann nochmal erwähnen. Okay, rein damit. Oh. Oh ja. Scheiße! Hey, Skeletta. Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriege ich einen Arsch auf. Wir müssen weiter. Auf jeden Fall. Nimm so viel Munition wie möglich. Scheiße. Ich gönn mir mal die ganzen Waffen hier. So, Pistole. Nehmen wir auch mit. Ich bleibe erstmal bei dem Gewehr. Und ich nehme in Deckung, genau. Auf der Treppe! Da, ihr Spaghetti-Fresser! Oh, sehr gut. Sehr guter Wurf. Au. Okay, los geht's. Weiter geht's. So, ich lande mal gerade durch. Skeletta, du gehst voraus. Und nehme gerade hier. Ich bin hinter dir, Mann. Okay. Schönen guten Tag. Uah, Scheiße. Nun gut. Alles ausgeballert, ja? Anscheinend geht's hier entlang. Los. Da mach die Tür auf. Oh, okay. Los geht's. Keine gute Idee. Los, schnell wieder rein. Los, 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 rein. Oh. Du blöde Sau. Okay. Ich gönne mir mal das MG hier. Los geht's. Starker Beschuss hier. Schalt den Laster auf! Na, komm schon! Jo, ausgeschaltet. Scheiße, wir haben Artillerie! Skeletta rein mit dir! Ich mach das hier fertig.
cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Un'offerta da fare! Ma è più davvero Don Calò? Cacetto, un congego hanno samaritano e cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Kapitel 2. Trautes Heim. 2 Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Und diese Passage meinte ich, hast du's vermisst? Die ich so schön fand, immer wieder anzusehen. Nicht, dass man diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ein Mistwetter. Angeblich ist es der kälteste Winter seit gemessen wird. Also ich finde steht, dass und es fand es so immer ein super Spiel. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen... Ah, haben so einen Unfall gebaut. Bitte das Thema wechseln. Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß? Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiose. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Oh ja. Bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Leute gekriegt. Nach hinten schauen. Heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drin. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Oh ja, und wie wir zurück. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Ah,
Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke. Ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei. Wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Und jetzt gehen wir schön bei Dean Martin nach Hause. So, da sind wir schon. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Wir haben schön besungen hier. Genau, Ziele sind auf dem Radar markiert. Müssen wir gerade schauen. Ich glaube, die Leute fallen sogar um wegen... Ja, weil es rutschig ist. Ich weiß nicht, ob wir hier einen jetzt beobachten können. Nö, ich glaube, die sind nicht so tollpatschig. Dann laufen mal schön nach Hause. Hey, Georgie, komm jetzt. Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Die braucht der Georgie aber ganz schön unter der Fuchtel, was? Hey, bleibt mehr Bier für uns. Los, komm. Ja. Der darf wohl nicht raus. Oh. Oh, wir müssen ja eh hier rüber. Aufpassen, ist rutschig. Ich weiß gar nicht, können wir die Flieger sehen? Glaube doch, da ist einer geflogen. Oh. Meinst du hier mit Müll um sich? Na gut. Da sind wir zu Hause. Dann gehen wir mal rein und sagen Hallo. Oh, Katze. Die ist nicht so freundlich. Wir gehen direkt mal weiter. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito, hey, Franny, wie geht's? Oh. Komm her. Ich bin so froh. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, Amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Jo, dann gehen wir direkt mal ins Bett. Schöne gute Nacht. Legen wir uns mal hin. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Am nächsten Tag. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Sieht noch sehr früh aus. Sehr, sehr früh. Ist, glaube ich, sogar noch dunkel, oder? Ah, schwer zu erkennen. Sieht aber so aus. Ja, wir sollen uns was anziehen. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier
das klassische Vito-Outfit an. Lederjacke, genau, mit Hemd. So. Guten Morgen. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit dieser Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Geh zu Joe, würde ich sagen. Machen wir beim nächsten Mal, denn wir machen hier einen kleinen Cut. Und dann schauen wir beim nächsten Mal bei Joe vorbei und sehen mal, wie der da so ein bisschen liebt. Und machen dann unseren ersten Auftrag mit ihm zusammen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr hier keine Folge verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.